Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Fast drei Tage nach seiner Festnahme hat sich der Syrer Jaber al-Bakri das Leben genommen. Der 22-Jährige wurde gestern Abend in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Leipzig gefunden, wo er sich nach offiziellen Angaben erhängt hatte. Das hätte nicht passieren dürfen, räumte heute der sächsische Justizminister Gemko auf einer Pressekonferenz ein. Es sei aber keine akute Selbstmordgefahr bei dem Beschuldigten festgestellt worden. Großes Interesse an der Pressekonferenz der sächsischen Justizbehörden. Denn nach dem Tod des Syrers al-Bakri gibt es großen Erklärungsbedarf. Das hätte nicht passieren dürfen. Es ist aber leider geschehen. Obwohl wir nach dem jetzigen Stand alles Mögliche getan haben, um das zu verhindern. Nach Angaben des Ministers hatte sich der 22-Jährige in seiner Leipziger Zelle mit einem Hemd an einem Gitter erhängt. Laut Gefängnisleiter wurde al-Bakri nicht als akut selbstmordgefährdet eingeschätzt. Er war ruhig, er war sachlich. Es gab also keine Hinweise auf irgendwelche emotionalen Ausfälle, wie man das manchmal bei Neuzugängen hat. Sodass wir entschieden haben, auch der stellvertretende Anstaltsleiter, doch auf Nummer sicher zu gehen und 15-minütige Kontrollen. Das ist so das Höchstmaß, was man im Vollzug mit anwendet bei der Kontrolldichte, festgelegt worden ist. Dem widerspricht der Pflichtverteidiger energisch. Al-Bakri sei sogar im Hungerstreik gewesen. Sowas darf nicht passieren. Das kommt leider Gottes immer wieder mal vor in einer Justizvollzugsanstalt. Das wissen wir alle. Aber in diesem konkreten Fall, meine ich, hätte man sicherlich solche Vorkehrungen treffen müssen, die sowas verhindert hätten. Der mutmaßliche Terrorist war in der Nacht zum Montag in diesem Haus in Leipzig von der Polizei festgenommen worden. Überwältigt worden war er zuvor von drei Syrern, bei denen al-Bakri übernachten wollte. In ersten Vernehmungen hatte er seine Landsleute der Mittäterschaft beschuldigt. Sie gelten aber weiterhin als Zeugen, nicht als Beschuldigte. Fassungslos, aber auch mit harscher Kritik an den sächsischen Behörden reagierte heute Politiker in Berlin auf den Tod des Syrers. SPD-Fraktionschef Oppermann sprach von einer beispiellosen Aneinanderreihung von Polizei und Justizversagen. Die Grünen-Rechtspolitikerin Künast sagte, das Geschehen werfe einen dunklen Schatten auf die sächsische Justiz. Bundesinnenminister de Maizière forderte, wie andere Innenpolitiker auch, den Fall rasch aufzuklären. Auch der Bundesinnenminister erwartet eine lückenlose Aufklärung. Der Selbstmord des Syrers habe schwerwiegende Konsequenzen. Die Ermittlungen jedenfalls sind dadurch erschwert worden. Und das ist natürlich auch ein Rückschlag für die Aufklärung gegebenenfalls weiterer Tatbeteiligter, Hintermänner, Netzwerke und Ähnliches. Aufklärung verlangt auch Eva Högel von der SPD. Für Rücktrittsforderungen sei es noch zu früh. Was ich aber auf jeden Fall fordere, ist, dass die sächsische Landesregierung sich vor Augen führt, dass in ihrem Land vieles nicht gut läuft. Sowohl der Umgang mit Rechtsextremisten als auch der Umgang mit Terrorverdächtigen aus dem Bereich IS, der ist nicht professionell und der muss dringend verbessert werden. Von einer langen Kette des Versagens bei der sächsischen Polizei und Justiz spricht auch Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Waren die Behörden in Sachsen eigentlich in irgendeiner Weise darauf vorbereitet, dass es sich hier um einen hochgefährlichen IS-Terroristen handelt? Man kann den Eindruck bekommen, es ist hier vorgegangen worden, als sei das ein Taschendieb, der vor dem Hauptbahnhof gefangen worden ist. Unprofessionalität wirft auch die Linke den sächsischen Behörden vor. Es geht hier nicht nur um jetzt die Frage, wie war dieser Selbstmord in sozusagen Gewahrsam des Staates möglich, sondern eben auch um die Frage, warum verlief der Polizeieinsatz derart, dass der Täter entkommen konnte. Der Druck aus Berlin auf die sächsische Landesregierung, schnell und konsequent aufzuklären, ist groß. Bis zum späten Abend hatte das Bundesverfassungsgericht beraten. Heute Vormittag kam dann die Entscheidung, die Bundesregierung darf dem CETA-Handelsabkommen der EU mit Kanada nur unter Auflagen zustimmen. Sollte sich im weiteren Verfahren herausstellen, dass das Abkommen verfassungswidrig ist, dann muss Deutschland wieder aussteigen können. Deshalb darf CETA nur vorläufig in Kraft treten. Die endgültige Entscheidung fällt aber sicher nicht mehr in diesem Jahr. Nur 24 Stunden nach Verhandlungsbeginn betreten die Richterinnen und Richter erneut den Saal.
Ihre Hauptbotschaft? Das Handelsabkommen CETA wird nicht vorläufig gestoppt. Ein auch nur vorläufiges Scheitern von CETA dürfte über eine Beeinträchtigung der Außenhandelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und Kanada hinaus weitreichende Auswirkungen auf die Verhandlungen und den Abschluss künftiger Außenhandelsabkommen haben. Diese Erwägungen spielen aber nur im vorläufigen Verfahren eine Rolle. Der Ausgang des späteren Hauptsacheverfahrens bleibt offen. Damit bis dahin keine Fakten geschaffen werden, stellt Karlsruhe klar, die Bundesregierung muss 3 Punkte sicherstellen. Vorläufig in Kraft treten dürfen nur Bereiche von CETA, die unstreitig in der Zuständigkeit der EU liegen. Beschlüsse des gemischten CETA-Ausschusses müssen demokratisch legitimiert sein, zum Beispiel indem der EU-Rat sie einstimmig bestätigt. Und Deutschland muss die vorläufige Anwendung von CETA einseitig beenden können. Den Wirtschaftsminister, der gestern in Karlsruhe für CETA warb, beunruhigt das nicht. Die 3 Auflagen, die es gibt, werden wir selbstverständlich erfüllen. Zum Teil sind sie bereits erfüllt nach unserer Überzeugung. Aber wir werden das auch im Handelsministerrat und im Kabinettsbeschluss noch mal sicherstellen. Am kommenden Dienstag bereits soll der EU-Rat CETA auf den Weg bringen. Bis dahin muss die Bundesregierung ihre Hausaufgaben erledigt haben. Die Opposition sieht das kritisch. Ich bin gespannt, wie die Bundesregierung es schaffen will, tatsächlich diese Auflagen zu erfüllen, zumal in der relativ kurzen Frist bis zu der geplanten Entscheidung im Rat. Ich sehe das als schwierig an. Nach dem heutigen Urteil ist klar, Karlsruhe wird das genau beobachten. Lieder wie Blowing in the Wind oder Like a Rolling Stone machten ihn zu einer Ikone der weltweiten Musikszene. Jetzt erhält Bob Dylan den Literaturnobelpreis. Der US-amerikanische Sänger und Songschreiber werde für seine poetischen Neuschaffungen geehrt, heißt es in der Begründung der Jury. Der 75-Jährige wird seine Auszeichnung am 10. Dezember in Empfang nehmen. Am Anfang war das Wort. Bob Dylans Liedtexte, oft politisch und provozierend, immer poetisch. Der wortgewaltige Songwriter, ein singender Dichter. Der 75-jährige Folk- und Rockmusiker mit der nuschelnd näselnden Stimme gilt als einer der einflussreichsten Künstler des 21. Jahrhunderts. Die Antikriegshymne Blowing in the Wind machte ihn schon Anfang der 60er Jahre berühmt. Seine aufrüttelnden Songs trafen einen Nerv, wurden zu Hymnen der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Da sang ein junger Weißer leidenschaftlich gegen Rassismus. Es waren auch seine legendären Lieder, die Amerika veränderten. The Times They Are A-Changing, ein weiterer Welterfolg. Bob Dylan bleibt der Chronist des Wandels. Nur festlegen lässt er sich nie, singt Folk und Country, Gospel, Blues und Rock'n'Roll. Für seine lyrischen Kompositionen gab es den Pulitzer-Preis und einen Oscar. Auch die Freiheitsmedaille des US-Präsidenten hat Dylan schon entgegengenommen. Dies sichtlich ungerührt und ohne Worte. Ein früherer Preisträger des Literaturnobelpreises ist heute gestorben, der italienische Autor und Theatermacher Dario Fo. Er wurde 90 Jahre alt. Fo starb in einem Krankenhaus in Mailand. In seinen Werken, die oft provozierten, machte er vor niemandem Halt, weder vor dem Vatikan noch vor der Mafia. Zigmal war er wegen Beleidigung und Verhöhnung vor Gericht geladen worden. Sie nennen ihn den Harlekin Italiens. Dario Fo, Schriftsteller, Dramatiker, Theatermann. Malen sei allerdings der einzige Beruf, den er wirklich gelernt habe, so Fo. 1926 in der Nähe des Lago Maggiore geboren, studiert er in Mailand Kunst. Seine Arbeit, seine Lebensaufgabe. Meine Frau hat immer gesagt, der Dämon wird niemals kommen, um dich mitzunehmen. Du bist immer viel zu beschäftigt. Der internationale Durchbruch 1960 mit der Komödie Erzengel spielen nicht am Flipper. Viele Stücke schreibt er gemeinsam mit seiner Frau. 1997 bekommt er den Literatur-Nobelpreis. Das Erste, was Franka gesagt hat, war, jetzt nicht überschnappen und Attitüden der Gewinner oder Wichtigtuer annehmen. Wir machen mit unserem Leben weiter wie bisher, als ob nichts wäre. Politisch engagiert er sich bis zuletzt mit dem Komiker Beppe Grillo. Heute ist Dario Fo im Alter von 90 Jahren gestorben. Grazie!
Auch der thailändische König Bhumipol ist nach langer Krankheit im Alter von 88 Jahren gestorben. 70 Jahre davon saß er auf dem Thron, länger als jeder andere Monarch. In diese Zeit fielen 20 Militärputsche, 15 neue Verfassungen. Deshalb wurde Bhumipol als Garant der Stabilität verehrt, auch wenn sich seine Kompetenzen weitgehend aufs Repräsentieren beschränkten. Und hier sind noch die Wetteraussichten. Morgen im Norden und im Osten häufig bedeckt, aber trocken. Im Tagesverlauf allgemein freundlicher und weiter windig. Im Südwesten örtlich Regen. 10 bis 20 Grad. Und das war die Tagesschau um 4. Wir melden uns um 17 Uhr wieder. Bis gleich.